So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Und heute befinde ich mich im Gespräch mit Caroline Otzelberger, eine ganz liebe, tolle Kundin von mir. Und wir sprechen heute ein wenig über ihre Story, ihre Erfolgsgeschichte und über die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen, Caroline. Hallo, Shalia. Hi. Also, Caroline, ich glaube, du bist bekannt wie ein bunter Hund, aber doch trotzdem könnte es einige Menschen geben, die dich nicht kennen. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, mit wem du zusammenarbeitest und wie du ihnen hilfst vor allem? Ja, gerne. Ja, ich bin die Caroline Otzelberger, auch bekannt als die Möglichkeitsmacherin. Und ich bin Berufungscoach und Business-Mentorin. Das heißt, ich unterstütze Menschen dabei, ihre Bestimmung zu finden und damit ein erfolgreiches, profitables und vor allem erfüllendes Business aufzubauen. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass so Privatleben und Business Hand in Hand gehen und dass das wirklich einfach letztendlich geht es darum, ein Leben zu gestalten, das für die Einzelperson absolut stimmig und individuell passend ist mit allem, was da so dazugehört. Und mein Job ist es einfach, auf der einen Seite natürlich so auf der persönlichen Ebene die Begrenzungen aus dem Weg zu räumen, die gedanklichen Limitations, die wir alle haben, da aus der Bahn zu räumen und auf der anderen Seite natürlich dann auch mit fachlichem Know-how zur Seite zu stehen und ein Business aufzubauen, dass das einfach wirklich auch gut funktioniert. Ja, und ich weiß auch, dass diese Aufgabe dich total erfüllt. Und was ich so spannend finde bei dir, Caroline, ist, dass du das voll und ganz vorlebst. Ich kenne keinen anderen von meinen Kunden, der so viel freie Zeit auch so viel Führung stellt in seinem Business. Das heißt, du machst auf der einen Seite, bringst du dein Business voran, du hast deinen Fokus auf Wachstum, du hast einen starken Fokus darauf, deine Kunden zu unterstützen in allen möglichen Belangen, wo es für dich möglich ist. Und gleichzeitig sorgst du auch dafür, dass du ein Leben führen kannst, die zu dir passt. Und ich sehe dich überall, fast jede Woche kommst du mir so vor, in den Bergen. Also da bist du ein total bergbegeisterter Mensch. Magst du über deine Balance ein bisschen sprechen? Ja, manchmal habe ich fast den Eindruck, ich bin bekannter durch meine Freizeitgestaltung als durch meine Arbeit. Das war tatsächlich ein Prozess für mich. Ich hab lange Zeit mich fast dafür geschämt, dass ich so freiheits- und freizeitliebend bin. Also ich habe das eher mal so ein bisschen versteckt gehalten und gedacht, ja, ich muss mein Business in den Vordergrund stellen und ich bin Coach und ich bin Mentorin und ich bin Trainerin und ich muss irgendwie zeigen, was ich arbeite und wie ich arbeite und so weiter. Und irgendwie so im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass mehr und mehr Leute nicht darauf angesprochen haben, gesagt haben, Mensch, hey, so wie du lebst, möchte ich auch leben, ja, oder so viel Freizeit, wie du hast, möchte ich auch haben, oder so viel Freiheit auch, dass ich mir meinen Arbeitsalltag gestalten kann. Und so nach und nach habe ich gemerkt, vielleicht ist das ja auch was die Menschen inspiriert oder was sie sich von mir abschauen können. Und dann habe ich einfach angefangen, das auch ein bisschen mehr nach außen zu zeigen, was ich mache. Und als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung, dass das überhaupt möglich ist. Ja. Also ich hatte keine Vorbilder an Unternehmern bei mir in der Familie oder im Freundeskreis. Und ich habe einfach losgelegt und habe am Anfang überhaupt mir gedacht, oh Gott, wie soll das funktionieren? Ja, weil ich wusste, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Aber ich dachte natürlich, gerade am Anfang von der Selbstständigkeit, die ersten Jahre musst du arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und ich habe mir nicht mal gegönnt, mir irgendwie Mittagsschlaf oder so zu nehmen, ja. Und dann so im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, das kann ja auch nicht sein. Also ich kann ja nicht irgendwie, ich gehe ja nicht aus dem einen Hamsterrad raus, um dann im nächsten zu landen. Und habe dann so Stück für Stück angefangen, mir echt so meine Freiheiten zu erkämpfen. Und zwar nicht nach außen zu erkämpfen, sondern gegen meine inneren Stimmen, da mir mehr Freiraum zu nehmen. Und dann einfach, klar, am Anfang war das Geld auch nicht da. Da konnte ich natürlich auch nicht große Reisen oder so unternehmen. Ja. Aber so jetzt in den letzten Jahren habe ich einfach für mich eine super Balance gefunden und habe meine festen Coaching-Tage, habe meine festen Zeiten und habe dann aber auf der anderen Seite jede Woche Tage, die nicht mit Terminen voll sind und habe mir von dir ja auch die Free-Flow-Woche abgeguckt, was für mich eine totale Inspiration war. Und so so spiele ich einfach damit. Gell? Dann gibt es Zeiten, da ist mal mehr zu tun, dann kann ich mal abends arbeiten und dann gibt es wieder Zeiten, da, wenn das Wetter schön ist, so wie jetzt gerade, dann bin ich einfach viel draußen. Ja. Absolut. Und deswegen passen wir beide so gut zusammen. Wir beide sehr großen Wert auf Freizeit legen. Ich finde das auch so wichtig für das eigene Business, denn wir sind einfach die absolut wichtigste Ressource in unserem Business, gerade als Solopreneure. Wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir ausfallen, da gibt es kein Geschäft. Und ich finde auch, und das hast du sicher auch in deinem Business gemerkt, dass diese Selbstfürsorge, die man auch betreibt, auch eine positive Ausschauung aus die Kunden auf das Business haben. Also man ist einfach, man taucht anders aus, man hat ganz andere Freude an seinem Business, oder?
Absolut. Und ich habe neulich jemand darauf angesprochen und gefragt, ob ich diese Free-Flow-Wochen, quasi eine freie Woche im Monat, ob ich das mache, damit ich keinen Burnout bekomme. Und ich war total überrascht. Den Gedanken hatte ich noch nie. Also es war nie mein Gedanke, ich muss jetzt was tun, um aufzupassen, dass ich nicht ins Burnout rutsche, sondern für mich ist es eher so, wie du sagst, das einfach für mich auftanken. Und ich merke einfach, wenn ich rausgehe, gerade wenn ich draußen in der Natur bin und nicht an mein Business denke, dann kommen mir die besten Ideen. Ja. Also, und es ist immer wieder so, dass ich eigentlich quasi bewusst abschalte vom Business, rausgehe und dann kommt es hier wie reingeschossen. Und so funktioniert das für mich am besten, wenn ich hier am Schreibtisch sitze und irgendwie verzweifelt drüber nachdenke, welchen Kurs ich jetzt anbieten könnte oder welche Inhalte oder so, dann passiert da nicht wirklich besonders viel. Und wie du schon sagst, ich meine, das Business lebt ja nicht nur ein, zwei Jahre. Das ist, ja, wir bauen das auf für, keine Ahnung, 20, 30 Jahre oder wie lange auch immer wir Spaß Ewigkeit. Haben. Ja. Und dann will ich es ja von Anfang an so gestalten, dass es für mich gut funktioniert. Und, Absolut. Und ich finde das, was du sagst, so richtig. Genau. Also wenn man wissen will, wo liegt die Innovationspotenziale in einem Geschäft, geh raus, weil die werden nicht gefunden, frische Ideen, neue Programme, die andere nicht haben, wenn du nur online hockst und guckst, was andere machen. Da ist eigentlich die größte Gefahr, dass du einfach nur ein Abklatsch wirst von anderen. Wenn du rausgehst, dann fallen dir die kühnsten, besten Ideen ein. Und ich habe die Erfahrung auch so gemacht. Und ich finde, Caroline, das sieht man auch in deinen Angeboten, die du hast. Die sind sehr innovativ, anders, frisch. Also jedes Mal, wenn du ein neues Programm auf den Markt bringst, ich habe das Gefühl, das habe ich noch nicht vorher gesehen. Das ist was Eigenes. Ja, mir wird wahnsinnig schnell langweilig. Also wenn ich immer das Gleiche mache oder das Gefühl habe, ich kopiere was von anderen, das langweilt mich einfach zu Tode. Ja. Und für mich ist einfach auch ganz wichtig, ich arbeite ja auch sehr, sehr, sehr viel online. Das heißt, ich sitze viel vorm Rechner, ich bin viel am PC, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und dann muss ich aber auch wirklich rausgehen in die Natur. Dann brauche ich einfach ganz viel Grün und ganz viel frische Luft, um hier auch mal wieder das Oberstübchen durchzulüften. Und ja, ich bin gerne kreativ und ich lerne wahnsinnig gerne, ich bin unheimlich neugierig und dann muss auch in meinen Programmen immer wieder irgendwie was Neues reinkommen. Also selbst die Programme, die ich jetzt schon seit ein paar Jahren habe, die eigentlich so jedes Jahr wiederkommen, die werden trotzdem immer wieder umgebaut und wieder neu gefüttert und wieder umstrukturiert, weil ich einfach, klar, ich entwickle mich, mein Business entwickelt sich und dann fliegt das alte Zeug raus, was nicht mehr passt und die neuen Ideen dürfen reinkommen. Für mein Team ist es manchmal nicht so einfach. Ja, aber dann bist du, oh nee, die Kamera hat schon wieder neue Ideen. Ja, aber ja, auf der anderen Seite macht es für uns alle ein bisschen abwechslungsreicher. Okay, ja, abwechslungsreiches Leben. Ja, ja, das bringt mich zu der nächsten Frage, weil eigentlich, als du zu mir gekommen bist, und jetzt mittlerweile ist das, ich weiß nicht, wie viele Monate her, 8 oder 9 Monate her, glaube ich, wo wir den ersten offiziellen Kontakt hatten in einem Kennenlerngespräch. Ich war überrascht, weil du hattest ja ein sehr gut funktionierendes Business. Du hattest Gewinne, die dir gefallen haben. Du hattest schon erste Ansätze von einem Lifestyle-Business. Also, und meine Frage an dich ist, warum hast du Business Mentoring überhaupt in Erwägung gezogen? Warum hast du das Gespräch mit mir gesucht? Was war deine Ausgangssituation? Ja, also ich hatte ein Business Mentoring laufen mal zuvor für ein Jahr ungefähr. Dann hatte ich ein Jahr Pause. Und das war auch gut so. Und da habe ich vieles umgesetzt und mich viel weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt würde ich gerne mal wieder jemanden an meiner Seite haben. Nicht, weil es allein gar nicht funktioniert oder weil ich allein nicht weiterkomme, aber ich schätze es einfach unheimlich, eine Mentorin, eine Sparringspartnerin an meiner Seite zu haben, wo ich immer mal wieder Feedback kriege, wo ich Fragen stellen kann. Jemand, der ein Stück weit erfahrener ist oder zumindest in einzelnen Bereichen im Business erfahrener ist. Und einfach so jemanden zu haben, wo ich auch so ein bisschen eine Rückmeldung kriege und ein bisschen ein Spiegel auch vorgehalten bekomme. Und an dem Punkt war ich, das heißt, ich wusste, ich möchte gern wieder irgendwo ins Business Mentoring und ich kenne ja einige Leute. Ich habe mich ja sehr viel umgeguckt, auch in den letzten Jahren, habe sehr viele, verfolge sehr viele Coaches und für mich war eigentlich von allen, die ich so auf dem Radar hatte, sofort klar, entweder du oder keine. Also es war irgendwie, ich kannte dich ja auch schon, ich glaube 2 Jahre vorher und also damals hat es noch nicht gepasst, weil ich das Gefühl hatte, ich bin mit meinem Business noch nicht weit genug, um zu dir ins Mentoring zu kommen. Und dann, aber letztes Jahr war der Zeitpunkt, dass ich dachte, wow, also ich glaube, Shelia passt und jetzt quatsche ich einfach mal mit ihr und dann sehe ich, ob es wirklich passt und
dann haben wir irgendwie geskypt, telefoniert und für mich war klar, es funktioniert. Und ich habe da nicht so rationale Überlegungen gehabt. Das war wirklich eher eine Bauchentscheidung, dass ich das Gefühl hatte, ich bin richtig bei dir. Ich weiß nicht, ich habe zu dir gesagt, ich brauche jemanden, der so diesen Mix auch hat zwischen wirklich Business-Know-how und da wirklich auch mich auf der fachlichen Ebene unterstützen zu können, aber dann halt auch so dieses Menschliche. Ja, ich brauche diese Kombi. Ich kann nichts mit den Chucker-Typen anfangen, die mir irgendwie sagen, zack, 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 das musst du machen und hier Mindset und hier Plan und hier. Das funktioniert für mich nicht. Und genauso wenig funktioniert irgendwie Larifari, ich mache hier nur energetisch und beim Universum bestellen, das klappt auch nicht. Also ich brauche diese Kombi und die hast du und deswegen habe ich da von Anfang an das Gefühl gehabt, ich bin goldrichtig bei dir. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass du goldrichtig bei mir bist, aber erst im Nachhinein, weil ich weiß noch, ich war etwas unsicher am Anfang, ich dachte mir, was für Caroline bei mir, sie hat also schon so gut laufendes Geschäft und ich hatte tatsächlich ganz viel eher mit Leuten zusammengearbeitet, die entweder am Anfang ihres Businesses waren oder aber welche, die, keine Ahnung, 15, 20 Jahre unterwegs waren, aber die eine neue Umpositionierung vorhatten und dass beide diese Situationen trafen auf dich nicht zu. Und tatsächlich in der Zusammenarbeit mit dir durfte ich einiges über mich selber lernen und über das, dass es mir auch tierisch Spaß macht, auf Augenhöhe diese Sparings-Partner-Rolle zu machen und zu schauen, da was noch geht. Also vielen Dank auch dafür, weil das werde ich in Zukunft noch ausbauen. Cool, super. Go. Sehr gut. Ja, also lass uns vielleicht darüber reden, was du erwartet hast. Also was hast du gehofft, wird in dieser Zeit überhaupt passieren? Also das Bild oder die Vorstellung, die ich von dir hatte, war einfach, dass du sehr, sehr viel Erfahrung im Marketing hast und dass du sehr viel Erfahrung im Online-Business hast. Ja. Und das waren zwei Bereiche, in denen ich schon ein bisschen Ahnung hatte, aber wo ich das Gefühl hatte, da würde ich gerne mehr wissen und da würde ich auch gerne neue Möglichkeiten einfach entdecken, die ich noch nicht kenne. Und ich hatte keine konkrete Vorstellung davon, was passieren sollte. Ich wusste, ich würde gerne meinen Umsatz steigern. Ich wusste, ich würde gerne noch mehr Flexibilität und Freiheit in mein Business reinbekommen. Ich hatte so ein paar Ideen für neue Programme. Da war aber auch nicht so ganz klar, wie, was, wo, wann. Und ich wusste, meine Coaching-Pakete müssen überarbeitet werden. Und das stand so, das lag auf dem Tisch, aber ich hatte keine konkrete Erwartung. Ich dachte einfach, wir schmeißen es alles mal zusammen und gucken, was dabei rauskommt. Ja, das haben wir tatsächlich auch gemacht. Und das war so schön. Und auch das war für mich wirklich was anderes, weil du so offen warst, was da geschehen kann. Und es war nicht bei dir so, ich habe einen dringenden Bedarf, ich muss mich unbedingt umpositionieren und diese Anzahl von neuen Kunden gewinnen, sondern es war wirklich so eine offene Gestaltung. Und ich muss zugeben, das hat mir am Anfang ein bisschen Angst gemacht, weil ich dachte, okay, gut, was machen wir denn da konkret? Aber tatsächlich, in unsere 6 Monate Zusammenarbeit haben wir immer tolle Themen gefunden und vielleicht hast du Lust, einfach darüber zu erzählen, welche Ergebnisse, die du in der Zeit erreicht hast, was hast du umgesetzt oder neu gestaltet einfach? Ja, also ich glaube so, das Größte, was tatsächlich relativ schnell schon passiert ist, dass ich meine 1:1 Coaching-Pakete komplett neu strukturiert habe, die waren ziemlich stiefmütterlich vorher und die haben wirklich einfach... Die haben eine super Struktur bekommen, für mich auch total stimmig. Ich habe die Preise nochmal angepasst, ich habe die ganze Zusammensetzung geändert. Ich habe eine Coaching-Plattform auch genutzt, die gleiche, die du hast, um meine Inhalte dort einfach für die Kunden bereitzustellen. Und das ging relativ schnell, das habe ich ziemlich schnell umgesetzt und das hat sich super gut angefühlt. Dann war natürlich die Hürde, die auch zu verkaufen. Ja, also das ist klar, wenn du dann neue Pakete hast, die sind anders, die sind ein bisschen teurer, die sind umfangreicher auch, dann klappt vielleicht auch am Anfang nicht alles so, was... Zum Beispiel waren die, die Q&A-Sessions, die ich da angeboten habe, da waren einfach noch nicht so viele Teilnehmer, dann waren die Themen ein bisschen unterschiedlich. Also da musste ich ein bisschen jonglieren und habe mit dir auch immer wieder Rücksprache gehalten, okay, wie können wir das vielleicht verändern oder wie können wir eine Übergangslösung schaffen, bis dann wirklich mehr Leute das Paket gekauft haben und so weiter. Und da war es einfach super, dich so als so im Hintergrund zu haben, ja, weil ich mir gedacht habe, oh, vielleicht passen die Pakete nicht und du hast immer gesagt, nee, die Pakete sind super und das hat mir wieder einfach dann, hat mich wieder bestärkt und hat mir wieder Sicherheit gegeben, okay, Chalier findet die Pakete auch gut, ich finde sie gut, also dann bringen wir sie jetzt raus. und dann haben wir auf jeden Fall, was mir sehr, sehr viel auch geholfen hat, noch einmal über meine Kennenlerngespräche, also über die Möglichkeiten-Gespräche,
wie sie bei mir heißen, gesprochen und da wirklich ganz detailliert auch geguckt. Ich mache die ja schon seit vielen Jahren und trotzdem war meine Conversion nicht so toll. Ja. Und da einfach nochmal wirklich geguckt, wie mache ich das und was mache ich ganz konkret. Und da hast du mir sehr, sehr wertvolle Tipps einfach auch nochmal gegeben. Ja. Und dadurch hat sich extrem viel verändert. Ja. Und wir haben den ganzen Ablauf auch rund um diese Kennenlerngespräche ein bisschen umgestellt. Ich glaube, das waren so für mich die zwei Hauptknackpunkte, also die jetzt vor allem auch nach außen sichtbar sind. Was mir einfach insgesamt sehr, sehr gut getan hat, ist, dass ich auf der einen Seite sehr viel Bestätigung von dir gekriegt habe. Ja. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mit einer Idee komme, dann kriege ich so irgendwie dein Vertrauen dafür. Und auf der anderen Seite hast du mir dann aber auch den Input gegeben, den du noch hattest dazu. Also auch so wirklich so dieses, ja, und guck mal, hier kannst du das ausprobieren. Oder hier habe ich eine Kollegin, die macht so und so. Und das ist für mich halt wahnsinnig hilfreich. Also da quasi über meinen eigenen Tellerrand hinaus noch mal ein bisschen neue Ideen oder auch Möglichkeiten zu kriegen, die ich selber halt noch nicht kenne. Ja, absolut. Das war toll, ja. Das ist absolut so. Ja, und ich weiß noch auch, dass du, ich glaube, du hattest auch ein Umsatzziel, also du wolltest quasi, oder du hast es immer noch, du willst also quasi eine gewisse stabile Höhe jeden Monat reinbekommen und du hast eigentlich schon deinen ersten Monat auch reingekriegt, mindestens auf diese Höhe, oder? Ja, ich glaube, ich muss gerade überlegen, ich glaube, es war im April oder so, ja. Ja, genau, und ich meine, für mich ist der Umsatz nicht, ich bin nicht so jemand, der sich riesen Umsatzziele setzt und dann irgendwie alles drauf richtet. Also das überhaupt nicht. Für mich, und da komme ich jetzt wieder zu dem Lifestyle-Business zurück, für mich muss der Umsatz einfach so sein, dass ich mir das Leben leisten kann, das ich gerne hätte und dass ich auch in meinem Business einfach Möglichkeiten habe. Ja, jetzt lasse ich gerade wieder die Kurswebseite programmieren. Jetzt im August, September geht es wieder darum, meine andere Webseite umgestalten. Also dass ich einfach diese Möglichkeiten habe und es war natürlich auch ein Stück weit mit den neuen Paketen, war es dann leichter, diese Umsatzziele zu erreichen. Und es fühlt sich einfach auch selbstverständlicher für mich an, jetzt in der Liga unterwegs zu sein oder diese Preise so zu haben, diese Umsätze so zu haben und dann einfach zu gucken, okay, und was ist da jetzt sonst noch möglich und wie kann es einfach leicht gehen? Ja, ja, das ist total schön. Das gefällt mir gut. Und hast du eine Ahnung, in welche Richtung es die nächsten 6 Monate geht? Weil wir machen gemeinsam weiter. Yay! Weiß nicht, vielleicht sagst du auch, keine Ahnung, wir gucken, was kommt oder vielleicht hast du eine konkrete Vorstellung, wie es weitergeht. Naja, also bei mir ist es so, dass ich im August immer meine Summer School habe und dann im Oktober mein großes Mentoring-Programm Spread Your Wings startet. Das heißt, das ist klar, das wird die nächsten Monate anstarten. Und was neu sein wird im Möglichkeiten-Business ist, dass wir beide Programme aufmachen werden für Männer. Also ich hab bisher wirklich Zielgruppe Frauen ziemlich klar festgelegt. Da wird wahrscheinlich auch weiterhin der Schwerpunkt sein, aber wir haben einfach gemerkt, wir würden gerne auch die Männer mit reinnehmen, die Lust haben, für die es einfach stimmig ist. Ja. Insofern wird sich da einiges ändern und da bin ich schon sehr gespannt, was wir da auch zusammen an gemeinsamen Ideen dann wirklich entwerfen können. Und ein Ziel, was ich einfach noch habe jetzt so zur Gestaltung von meinem Business, ist, dass ich mal längere Zeit auch ins Ausland gehen kann und von woanders arbeiten kann. Ja. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen quasi eine 1-zu-1-Coaching-Pause über Weihnachten. Mhm. Und da werde ich dann 6 Wochen in die USA gehen für einen Roadtrip. Ich werde von dort arbeiten, aber ich werde keine Coachings machen. Und das sind so Sachen, da habe ich einfach Lust, das auszuprobieren. Ja, wie kann ich meine Programme gestalten, dass sowas möglich ist? Wie ist es möglich, dann aus dem Ausland zu arbeiten und wirklich so diese Work-Life-Balance zu haben? Weil mir geht es gar nicht darum, wochenlang nicht zu arbeiten. Mir geht es einfach darum, die Möglichkeit zu haben, unterwegs zu sein und das gut zu kombinieren. Also das steht so an. Da freue ich mich aber auch richtig drauf. Sogar in mein Heimatland geht es. Weißt du, wo genau? Hast du schon eine Vorstellung? Ja, wir sind natürlich zum Klettern unterwegs. Das heißt, ja, wir werden uns in Kalifornien und rund um Las Vegas und so bewegen. Ah, sehr schön. Ja, sehr ja. Schön. Also vielleicht kreuzen wir unsere Wege. Ich fange nächstes Jahr wieder im Januar die 2. Staffel von der Supercoach Academy. Also, ja. Mal gucken. Vielleicht. Schauen wir mal, ja. Dann müsst ihr aber schon vom Berg runterkommen zu mir im Valley, weil da gehe ich nicht auf. Das kriegen wir hin. Das denke ich mir auch. Der Berg ruft. Ja, super. Also Caroline, vielleicht für diejenigen, die überlegen, mal eine Zusammenarbeit mit mir anzugehen und sie davor stehen, ein Kennenlerngespräch auszumachen, was würdest du denen sagen?
Also grundsätzlich bin ich persönlich ja ein totaler Mentoring-Fan. Also ich habe ja selber immer wieder und ständig Mentoren, auch in verschiedenen Bereichen, nicht nur im Business, auch privat, weil ich für mich einfach irgendwann, ich war lange Einzelkämpferin und habe mir gedacht, ich muss das alles alleine mit mir ausmachen und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie viel leichter und schneller es geht, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen dabei unterstützt und man nicht irgendwie das Rad jedes Mal neu erfinden muss. Also insofern bin ich sowieso, wenn jemand drüber nachdenkt, sich einen Coach, einen Mentor zu nehmen, gibt es für mich sowieso immer ein fettes Go. Ja. Gerade im Businessaufbau. Also ich finde es, gerade wenn man anfängt und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, es ist so wahnsinnig hilfreich, jemanden an der Seite zu haben, der einen fachlich unterstützt, aber auch einfach mental. Man hat so viele Zweifel, man hat so viele Ängste und da ist es einfach total wichtig, jemanden zu haben, der einen da den Rücken stärkt. Ja. Und das ist definitiv eine ganz große Qualität von dir. Also gerade dieses Sicherheit reinbringen, dieses Ermutigen und Bestärken, das kannst du wahnsinnig gut. Mhm. Ich finde, wenn man sich einen Mentor oder eine Mentorin aussieht, dann ist es aus meiner Sicht immer sehr, sehr viel Bauchgefühl. Also ich würde den Leuten einfach dazu raten, mal reinzuspüren und zu gucken, hey, ist die Person jemand, wo ich das Gefühl habe, wir sind auf einer Wellenlänge? Und was für mich immer eine ganz wichtige Frage ist, ist zu gucken, ist die Person, führt sie ein Leben oder ist sie mit ihrem Business an einem Punkt, der für mich erstrebenswert ist? Ja. Weil ich sehe viele Business-Mentoren, die wahnsinnig erfolgreich sind und Riesenprogramme haben und mega irgendwie Umsätze haben, wo ich mir denke, ja, aber so will ich nicht leben. Mhm. Und deswegen ist es so dieses, dass man einfach vom Typ Mensch passt. Und du hast es ja vorhin selber gesagt, dass, obwohl wir ganz unterschiedlich sind, sind trotzdem unsere Ziele irgendwie sehr ähnlich. Ja, und da einfach zu gucken, ist Shailia jemand, wo ich mich wohlfühle und wo ich den Eindruck habe, hey, da wo sie steht, da möchte ich auch hin. Und vom Fachlichen und vom Inhaltlichen ist das für mich sowieso alles klar. Also da ist man bei dir sowieso in besten Händen. Ja. Super schön. Kann ich absolut empfehlen. Super schön. Und jetzt, was wir natürlich auch wissen wollen, ist, wo findet man dich online? Und du hast ja gerade erwähnt, es geht demnächst in Richtung dein Summer School. Ja. Wie erfährt man mehr darüber? Gibt es vielleicht auch kostenfreie Webinare oder Teleseminare dazu, wo man an Board kommen kann und schnuppern? Also wie sieht es aus demnächst? Ja, also mich findet man im Internet unter caroline-otzelberger.de oder natürlich auch auf Facebook. Wo ich sehr regelmäßig poste. Und ja, es gibt am 26. Juli gibt es wieder ein sogenanntes virtuelles Möglichkeiten-Café. Das ist so mein Baby, das ich total gerne anbiete. Das ist eine Teleclass, eine kostenlose. Es geht da um die Kreation. Wie kreiere ich richtig und vor allem leicht und effektiv mein Leben? Also es geht einfach darum, wie kann ich aktiv mein Leben gestalten und vor allem so, dass es leicht geht im Alltag. Also ich bin nicht jemand, der jeden Tag irgendwie eine Stunde meditiert oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich aktiv mein Leben so gestalten, wie es für mich passt. Das ist eine Einladung für jeden, der Lust hat mitzumachen, findet man natürlich auf meiner Website in dem Gratisbereich. Und ja, die Summer School startet wieder im August. Ein tolles Programm, 3 Wochen. Ich würde sagen, ein Online-Kurs zum Reinschnuppern für alle Leute, die Lust haben, auf mehr Möglichkeiten und ihre eigenen Grenzen ein bisschen auszudehnen. Hört sich sehr gut an. Du machst mir Lust dahin. You're welcome. Ja, super schön. Vielen herzlichen Dank, Caroline, für das sehr, sehr nette Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Runde und wir sehen uns bald wieder online. Super, vielen Dank dir auch, Shailia. Bis bald. Tschüss. Tschüss.